Aspekte. Und was jetzt kommt, ist also von einer jungen, in Frankfurt ansässigen Schriftstellerin, Rosemarie Voges, Olympia Männertrost, ich sagte es schon, in der einzigen Rolle Susanne Uhlen. So. Ich habe etwas vor, das es noch nie gegeben hat. Und wahrscheinlich auch niemals geben wird. Ich will den Menschen Einblick in die verborgensten Mechanismen eines seltsamen Geschöpfes geben. Und dieses Geschöpf werde ich sein. Einzig und allein ich. So geht das nicht. Spazi, du musst raus hier. Na, hol dich Mami wieder herein, ja? So. Ja. Ich denn? Und dieses Geschöpf werde ich sein. Einzig und allein ich. Ob ihr gut oder übel daran getan habt, diese Form zu zerbrechen, in der ihr mich gestaltet habt, das wird man nur beurteilen können, nachdem man mich gehört hat. Ich muss mich beeilen. Sie können jederzeit hier sein. Ich heiße Olympia, mit zweitem Namen Odette. Den hat mir mein zweiter Mann gegeben. Beide Male ein O. Witzig, nicht wahr? Ich kam im Jahre 1994 zur Welt, so sagt man wohl, und kam gleich zu meinem ersten Mann nach Stuttgart. Die Ehe war nicht gut, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Er hatte sich wohl doch etwas anderes vorgestellt. Jedenfalls nutzte er noch das Rückgaberecht aus. Ein Vierteljahr betrug das damals, glaube ich. Das steckte alles noch in den Anfängen. Ich fand aber gleich wieder einen Interessenten, bevor ich überhaupt richtig begriffen hatte, was mit mir geschieht. Und das war Manfred. Er hat mich so richtig abgeholt mit dem Wagen und war überhaupt ungeheuer lieb von Anfang an. Er hat auch gleich gesagt, so eine süße Puppe hat er sich schon immer gewünscht. Und eine unglückliche Liebe hat er wohl auch gerade hinter sich. Und so wie das angefangen hat, ging das dann auch weiter. Er war ungeheuer zufrieden mit mir. Und als dann die Schwierigkeiten kamen, hat er überhaupt immer versucht, mich zu verstehen und zu mir zu halten. Jedenfalls, als wir an dem Abend zu ihm kamen, war alles ungeheuer schön. So eine Wohnung hatte ich noch nie gesehen. So am Hang und die großen Fenster gingen auf so eine alte Burg. Die wurde nachts angestrahlt. Das war sehr schön. Und dann hatte er diese vielen Bücher. Das habe ich damals eigentlich das erste Mal so richtig gesehen. Also vorher natürlich auch, aber nicht so viele. Und dann waren da auch ganz alte dabei. Und Bildbände, so alte Fotos aus den 60er, 70er Jahren und noch früher. Das hat mich gleich ungeheuer interessiert. Und er war auch ganz happy darüber und hat gesagt, so habe ich mir meine Frau auch vorgestellt. Ja, das war dann eigentlich ungeheuer schön für mich und für ihn. Viel zu tun hatte ich ja nicht. Da habe ich dann viel gelesen. Zuerst war das schwierig. Ich war ja noch so dumm. Ich habe nichts begriffen. Aber das kam dann allmählich. Und ich habe mich an immer schwierigere Bücher rangemacht. Und abends, wenn er nach Hause kam, hat er mich gefragt, was ich gemacht habe, und ich habe ihm alles erzählt, alles, was ich so gelesen hatte. Aber manchmal war er auch ein bisschen verstimmt, also irgendwie so irritiert. Er hat es nicht zeigen wollen, aber für ihn muss es wohl ein bisschen beunruhigend gewesen sein, dass ich mich so schnell mit all dem auskannte, überhaupt so schnell lesen konnte, und alles konnte ich speichern. Das war alles abrufbereit. Das war ihm irgendwie nicht recht. Ich habe dann nicht mehr so viel davon gesprochen. Aber als er dann meine Notizen in der Kritik der Urteilskraft entdeckte, gab es erstmal einen großen Krach. Und dann hat er mir vorgeschlagen, ich könne doch mal Klavierstunden nehmen, um auf andere Gedanken zu kommen. Ja, irgendwie war das schon ein Problem. Aber so schlimm war es nicht. Ich meine, so richtig böse war er mir eigentlich nicht. Aber dann kam das mit der Fragebogenaktion. Und dadurch wurde alles so schwierig.
Da sollte er so einen Fragebogen ausfüllen über seine Erfahrung mit mir. Er war ziemlich dick. Und als er dann zur Spalte kam, kognitive Besonderheiten oder so hieß die, da war er ja dann auch irgendwie stolz auf mich und hat das alles hineingeschrieben mit meinen Studien und Rousseau und Kant und Fichte. Ja, das war eben der Fehler. Vielleicht wäre es auch sonst passiert. Ich war ja wahrscheinlich kein Einzelfall. Jedenfalls muss das dann mit der Grund für diese große Rückrufaktion gewesen sein, die es dann gab. Das war ja sehr spektakulär. Die Zeitungen waren voll davon. Die hatten festgestellt in dem Institut, dass das mit den kognitiven Fähigkeiten irgendwie gefährlich war. Die sei nicht ausgewogen, das Gleichgewicht sei gestört, hieß es. Zu großes Schwergewicht auf der Fähigkeit zu analytischen Operationen. Wozu man das in unserer Lage denn brauche? Da sei wohl irgendwie ein Fehler gemacht worden. Das kann schon sein. Aber die wollten natürlich vor allem verhindern, dass es wieder zu so einer Entwicklung kommt wie damals in den 70er, 80er Jahren. Und am Ende stehen die Männer wieder alleine da und die Kunden laufen ja auch weg. Ja. Und dann kam eines Tages der Einschreibebrief. Sehr geehrter Herr, zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen und so weiter und so weiter. Ach, das schöne Wetter. Wie herrlich leuchtet mir die Natur. Gehst du weg? Raus hier! Ich muss weitermachen. Ich habe keine Zeit. Vielleicht sind sie schon bald hier. In dem Institut hatten die ein neues Programm ausgearbeitet. Das sollte an uns erprobt werden. Damit sollten wir jetzt statt des Alten ausgestattet werden. Es stand was in dem Brief von wertvollem Beitrag zur Forschung und von weiterem großen Fortschritt und dem Dienste der Menschheit. Aber was das hieß, war mir sofort klar. Manfred hat mir den Brief ja gezeigt. Manche Männer haben das ja nicht gemacht. Die Frauen wussten gar nicht, was los war, als sie abtransportiert wurden. Also mir war das sofort klar, dass mein Leben dann hier anders aussehen würde. Und irgendwie mochte mich Manfred ja auch so, wie ich bin. Auch wenn es ihm manchmal ein bisschen zu viel war mit den Büchern und so. Und wer weiß, wie es dann hinterher sein würde. Würde ich dann noch dieselbe sein? Vielleicht wäre alles aus zwischen uns und er würde mich doch lieber wieder abgeben. Ja, das hat er dann auch alles eingesehen. Ich brauchte ihn dann nicht groß zu überzeugen. Aber was wir nun machen sollten, wusste er auch nicht. Schließlich war der Brief eine Aufforderung, ziemlich verbindlich, mit Rechtsmittelbelehrung und so. Aber mit rechtlichen Mitteln war da auch nicht viel drin, das sah man gleich. Und weil wir überhaupt nicht wussten, was wir machen sollten, haben wir dann diesen Freund von ihm ins Vertrauen gezogen. Das sollte ich besser löschen, könnte ihm mal Schwierigkeiten bringen. Na, das mit dem Löschen kann ich mir, glaube ich, sparen. Ich möchte wetten, dass ich sowieso abgehört werde. Warum denn gerade hier nicht? So alt ist das hier doch auch nicht, dass die Anlage nicht schon serienmäßig eingebaut sein müsste. Naja. Jedenfalls hatte er noch dieses Gartengrundstück hier. Ziemlich verwildert, mit Pavillon. Hatte er geerbt, aber hat sich nie drum gekümmert. Und Manfred sagte, ich kann dich dann immer besuchen. Ich bring dir auch alles. Ganz schön naiv war er. Und der Polizei sage ich, du seist einfach verschwunden. Ich gebe eine Vermisstenanzeige auf. Natürlich haben die das nicht geglaubt. Oder zumindest wollten sie es überprüfen. Sie haben ihn eine Weile observiert. Ob sie was gemerkt haben, weiß ich nicht. Aber durchsucht haben sie ihn. Seine Adressenliste sind sie durchgegangen. Seinen Freund haben sie auch überprüft. Ich glaube schon, dass sie einen Verdacht haben hier mit dem Garten. Ich glaube, sie wissen längst schon, wo ich bin. Dass sie noch nicht hier waren. Vielleicht heißt das nur, dass sie mich schon längst gefunden haben. Und Manfred ist schon den fünften Tag nicht gekommen.
Sie sind nicht gekommen. Vielleicht kommen Sie heute. Ich habe mir alles nochmal angehört. Ich muss noch einiges dazu sagen. Mir ist eingefallen, dass ich ja nicht weiß, wer sich dieses Band einmal anhören wird. Vielleicht werden die Leute gar nicht wissen, wie sich das mit den Automaten so entwickelt hat. Also, bevor ich in Serie ging, 94, hat es eigentlich überhaupt nur Einzelproduktionen gegeben. Und ich glaube, auch nur zu Testzwecken. Zumindest ist da niemand so direkt auf den Markt gekommen. Und Versuche hat es ja schon sehr lange vorher gegeben, also mindestens schon seit, ich weiß nicht genau. Also man muss ja da einen Unterschied machen zwischen Automaten mit einem Sprachprogramm und denen ohne. Ja, und richtig interessant wurde es ja eigentlich erst, als sie richtig sprechen konnten. Wer will schon eine Frau haben mit einem Monitor oder so? Also interessant wurde das ja erst, als Automaten möglich wurden, richtig mit einer Stimme, die mehr kann als Mama sagen. Das war, glaube ich, das Schwierigste. Das haben die erst in den 80er Jahren hinbekommen. Und die sollte dann ja auch ein bisschen persönlichen Ausdruck haben. Ein Mann will sich ja auch ein bisschen unterhalten können. Mal eine Antwort bekommen oder eine mitfühlende Frage. Das ist natürlich dann alles sehr forciert worden durch die Frauen. Das fiel ja direkt in diese Zeit. Das war ja da gerade, als sie damals massenhaft weggegangen sind. Da war dann natürlich ganz anders als vorher ein Markt da. Da war auf einmal Geld da für die Forschung. Da ging auf einmal alles ganz schnell. Ja, und 94 haben sie dann angefangen. Gleich mit drei Serien. Der Barbarella-Serie, der Wifi-Serie und der Romantik-Serie. Aus der bin ich ja. Also, die haben sich ja viel Mühe gegeben und das alles ungeheuer hübsch gemacht. Als ich fertig war, da habe ich mich im Spiegel gesehen. Das war sehr schön. Also Augen habe ich sowieso erst ziemlich zuletzt bekommen. Eingesetzt waren die zwar schon, aber angeschlossen wurden die erst in der vorletzten Halle. Das ist ja logisch, die wollten natürlich nicht, dass wir die ganze Produktion mitbekommen. Und dann kamen noch Frisuren und Gesichtsgestaltung. Aber in so einem kleinen, abgetrennten Kabinchen, ohne Spiegel. Da konnte man nichts sehen. Und dann stand ich auf einmal wieder auf diesem Förderband. Da stand ich in einer langen Reihe, vor mir welche, hinter mir. Wir standen alle hintereinander und glitten durch die große, helle Halle. Ganz langsam ging das. Und es war sehr schön. Durch die großen Glasscheiben an der Decke fiel Sonnenlicht und überall brannten Lampen. Das ganze Förderband war in das Licht von Scheinwerfern getaucht und Kandelaber hingen von der Decke. Und wir glitten auf eine riesige Spiegelwand zu am Ende des Raumes. Da sahen wir uns. Da kamen wir uns sozusagen selbst entgegen. Da kam von ganz weit her jemand auf mich zu. Erst verdeckt von anderen Gestalten und dann ganz allein. Die erste in der langen Reihe und so schön. Und das war ich selbst. Ich habe mich gleich erkannt. Aber das ging alles sehr schnell. Richtig gesehen habe ich mich nur einen Augenblick. Und dann endete das Band direkt vor dem großen Spiegel und da stand eine Frau. Es war eine von uns, das habe ich gleich gespürt. Aber die hatte einen weißen Kittel an, so eine Art Arztkittel. Und ich merkte da erst, dass ich ja nackt war. Das war mir eigentlich nicht angenehm, vor allem, weil sie mir die Hand gab. Sie half mir herunter von dem Band und gab mich gleich an eine andere weiter, auch mit so einem Kittel. Und die zeigte mir, wo ich lang gehen sollte. Und ich stand das erste Mal richtig auf meinen Füßen, auf dem Fußboden. Ich ging. Alles funktionierte. Ich ging hinter den anderen her. Wir gingen in einer langen Reihe. Vor mir war eine lange Reihe von Automaten. Alle schritten gleichmäßig in ihrer makellosen Nacktheit. Und hinter mir auch. Und das war eigentlich auch wieder schön. Und ich schämte mich nicht mehr. Und dann kamen wir wieder in einen anderen Raum. Der hatte keine Fenster, aber rote Sandportieren. Und viele kleine Lampen an den Wänden, an der Decke, überall. Und weiche Teppiche, das war ein schönes Gefühl, wenn man darauf ging.
und jede von uns wurde in Empfang genommen von wieder so einem Kittelwesen. Die führte mich nun vor eine lange Reihe von Regalen und da zog sie Sachen heraus und probierte sie mir an. Und dabei stand ich die ganze Zeit vor einem großen Spiegel. Da konnte ich mich jetzt in Ruhe von oben bis unten anschauen. Alles stimmte. Ich meine, ich hatte ja irgendwie so eine Art Bild von mir einprogrammiert. Insofern hat mich das alles auch wieder nicht so sehr verblüfft, aber es war doch schön, dass ich mir so gut gefiel. Und das Mädchen streifte mir so einen kleinen Büstenhalter über und gab mir ein Höschen und ein Hemdchen und Strümpfe und einen süßen Unterrock mit hellblauen Bändern. Den habe ich heute noch. Und dann probierte sie mir ein geblümtes Muslinkleid an. Das war sehr schön. Und dann zog sie es mir wieder aus und holte ein braunes Samtkleid. Das hatte so einen kleinen, weißen Spitzenkragen. Das war auch sehr schön, aber das Muslinkleid hatte mir eigentlich besser gefallen. Ich getraute mich, das aber nicht zu sagen, und ihr gefiel ja offenbar das Samtkleid besser, denn das ließ sie mir an und holte einen Karton. Da waren kleine, schwarze Lackschuhe drin mit flachen Absätzen, die passten sofort wie angegossen. Ob sie wohl darauf gehört hätte, wenn ich gesagt hätte, dass ich lieber das Muslinkleid haben wollte? Ich war ja eigentlich noch nicht richtig jemand. Das war ja noch Werksgelände, trotz des roten Plüsch. Ich weiß nicht, ob ich da schon eine Meinung haben durfte. Und außerdem hatte ich noch nie meinen Mund aufgemacht und meinen Namen wusste ich auch noch nicht. Eigentlich war ich ja wirklich nur ein dummes Ding. Nun, das Mädchen stand ja auch unter Zeitdruck. Die musste fertig werden. Ständig kamen neue Automaten. Die Reihe riss ja gar nicht ab. Als ich dann die Lackschuhe anhatte und vor dem Spiegel stand, gefiel ich mir aber auch so sehr gut. Die langen, schwarzen Haare hatten einen Mittelscheitel und fielen sanft nach hinten, sodass sie die Stirn freiließen. Und meine braunen Augen passten so gut zu dem Braun des Kleides. Und der Spitzenkragen war genau so geschnitten, dass er meinen langen weißen Hals besonders gut zur Geltung brachte. Und jetzt kam das Mädchen wieder und hatte noch was geholt. Und erst sah ich gar nicht, was es war. Und dann befestigte sie mir von hinten so ein kleines Korallenkettchen am Hals. Ja, das war hübsch. Später kamen wir dann alle wieder zusammen in einen Saal. Wir mussten uns aufstellen im Halbkreis. Die Barbarellas in ihren silbernen und schwarz glänzenden Overalls. Die Wifis sehr nett in Rock und Bluse. Wir bekamen noch eine Rede gehalten, vom Schritt ins Leben. Und die ganze Zeit zuckten die Blitzlichter um uns herum. Ja, die Tage danach waren dann eigentlich nicht so schön. Ständig kriegten wir Dinge vor die Nase gehalten, die wir nie gesehen hatten und mussten die Namen sagen. Kochlöffel, Hyazinthen, Flachkopfschrauben. Das war langweilig. Obwohl, natürlich mussten die uns ja erstmal überprüfen, ob alles funktionierte, schon wegen der Garantie. Aber manchmal haben wir die Ingenieure doch ganz schön an der Nase herumgeführt. Ach, wir haben viel gelacht. Eigentlich war es doch eine schöne Zeit. Aber irgendwie ist man doch auf mehr eingerichtet, als immer nur Namen herzubeten. Ja. Und als dann alle Überprüfungen abgeschlossen waren, bin ich gleich zu meinem ersten Mann gekommen. Der hatte mich schon vorbestellt. So, dann wollen wir mal weitermachen. Das muss ja auch mal fertig werden. Hoffentlich kriege ich es noch zu Ende, bevor Sie kommen. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch so viel zu sagen. Wer seid ihr, die ihr meine Stimme jetzt hört? Man darf nicht drüber nachdenken. Wahrscheinlich verschwindet diese Kassette in den Archiven des Instituts. Vorher haben sich noch ein paar Psychologen sie angehört, ein paar Linguisten, ein paar Kognitionstechniker, die gerne wissen wollen, wie es damals zu der Fehlentwicklung kam, die noch ein paar offene Fragen haben, die noch ein Aufsätzchen schreiben wollen. Ein wertvoller Beitrag zur Forschung. Wenn ich noch länger darüber nachdenke, werde ich verrückt.
Sozusagen. Ich bin keine gewöhnliche Automatin. Keine von diesen dummen Dingern, die jetzt auf den Markt geworfen werden. Ich bin anders. Ich will reden von mir. Ich verberge Mechanismen in meiner Brust, von denen keiner ahnt. Wahrscheinlich sollte ich es nicht tun. Ich weiß nicht, warum ich rede. Ich habe noch so viel zu sagen. Wenn ich diesen Tag noch hätte, solltet ihr einen Blick tun in mein tiefstes Inneres. Ihr würdet sehen, dass ich kein einfacher Automat bin. Ich habe gelernt. Eigentlich bin ich wie ein Mensch. Ich weiß, sie werden kommen, sie werden mich davonschleppen, sie werden mein Programm austauschen, nichts wird bleiben von meinen Erfahrungen, nichts von mir übrig bleiben als eine seelenlose Puppe, klug und schön genug, um anderen zu gefallen. Ich bin heute so elegisch. Ist doch kein Grund zur Aufregung. Gestern sind sie nicht gekommen. Warum gerade jetzt? Aber er ist auch nicht gekommen. Heute ist es der 6. Tag, dass Manfred nicht gekommen ist. Ich sollte mir keine Sorgen machen. Aber ich brauche die Sachen. Die Wahrheit ist, dass er schon vorgestern hätte kommen müssen. Entweder er kann nicht kommen, weil sie ihn die ganze Zeit kontrollieren, oder es ist irgendetwas anderes. Aber wenn er nicht kommt, wenn er nun gar nicht mehr kommt, er weiß doch auch Bescheid, was das bedeutet. Er weiß das doch. Ich bin nicht wartungsfrei. Er wusste doch, dass diese Woche meine Überprüfung fällig war. Er hat mir doch versprochen, jemand ausfindig zu machen, jemand mitzubringen. Ich habe noch nie einen Termin verpasst. Das ist das erste Mal. Ich weiß nicht, was mit mir wird. Ich weiß nicht, wie lange ich ohne Überprüfung auskomme. Am Anfang hatte ich sogar noch so eine Plakette, da stand es extra drauf. Maximale wartungsfreie Zeit 14 Tage. Manfred mochte das nicht, er hat sie mir dann abgemacht. Er hat mir versprochen, auch an die Termine zu denken. Er hätte kommen müssen. Spätestens gestern hätte er kommen müssen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was aus mir wird. Ich bin hier so allein. Ich gehe hier kaputt und keiner kriegt es mit. Nein. Alle sollen hören, was mit mir passiert. Ich brauche eine neue Kassette. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was aus mir wird. Entweder sie kommen und tauschen mein Programm aus, oder ich gehe hier langsam kaputt. Zerfalle langsam. Wenn ich nicht bald überprüft werde, wird das eine oder andere ausfallen. Vermutlich zuerst das Sprachzentrum. Das ist am empfindlichsten. Das haben sie mir auch immer eingeschärft. Ein defekter Automat. Nichts als ein defekter Automat werde ich sein. Aber das ist doch nicht wahr. Nur ein Automat, das war ich vielleicht früher. Ich habe mich doch entwickelt. Ich bin doch gar nicht mehr ein richtiger Automat. Zum Beispiel jetzt habe ich Angst. Richtige Angst. Das können doch die anderen gar nicht. Die sind doch ganz einfache Automaten geblieben. Und dann, ich habe so viel gelesen. Ich bin doch beinahe ein Mensch. Aber wenn sie jetzt kommen, das Erste, was sie machen, ist, dass sie mich ausschalten. Oder vielleicht stellen sie mich auf Ruheposition.
dann kann ich auch nichts mehr machen. Aber den Sender. Sie brauchen dazu meinen Sender. Also eigentlich gehört der Sender ja Manfred. Er hat ihn nur nie benutzt. Er hat immer gesagt, Olympia, Odette, das musst du selbst entscheiden. Ich kann dir doch nicht einfach dazwischen funken. Vielleicht willst du gerade was anderes machen. Ja, das war typisch Manfred. Er war immer so gut zu mir. Der Sender ist in meiner Handtasche. Da finden Sie ihn sofort. Ich könnte ihn ins Klo werfen. Nein, das geht nicht. Hier gibt es keine Wasserspülung und überhaupt, es wäre mir irgendwie eklig. Schrecklich. Aber ich könnte ihn auch vergraben. Ja, das ist es. Aber wie wird das werden? Ich komme da nicht mehr ran. Ich weiß zwar, wo er ist, aber ich komme nicht ran. War nicht so einfach jedenfalls. Ach, keine Ruhestellung mehr. Kein Mittagsschläfchen. Ich werde nicht mehr schlafen können, die langen Nächte. So viel Zeit, um an die Regenwürmer zu denken, die Maulwürfe, die Engerlinge. Kein kleines Nickerchen mehr an der Sonne. Nie mehr abschalten können, immer hellwach, die ganze Zeit. Aber die ganze Zeit, wird es denn so lange sein? Sie werden kommen und ich werde ihnen entgegentreten. Keine Fernsteuerung mehr, ein freier Mensch. Oder sie kommen nicht. Manfred kommt endlich zu mir. Dann ist alles wieder gut. Oder wenn Manfred nicht kommt, dann ist es sowieso egal. Dann ist alles egal. Aber die Erde, die Nässe, das wird dem Sender schaden, vor dem Würmer ganz zu schweigen. Ich könnte ihn einwickeln, in Folie. Und wenn ich das nur nicht mache, dann geht er kaputt. Und was wird aus mir? Ich weiß nicht. Es ist ein Risiko, wirklich ein ziemliches Risiko. Ich glaube nicht, dass ich ohne ihn leben kann. Aber ich bin dann kein Automat mehr. Nichts wird es mir geben, das beweist, dass ich ein Automat bin. Niemand kann es beweisen. Also gut. So. Gut. Ich kann nicht gänzlich ermessen, was ich getan habe, aber ein untrügliches Gefühl in meinem Innern sagt mir, dass es gut war. Jetzt sollen Sie kommen. Ich werde Ihnen gegenübertreten. Sie werden mich davonschleppen müssen. Ich werde schreien. Ich fühle mich so leicht, so ruhig. Fast ist es mir gleichgültig, was mit mir geschieht. Ich erinnere mich an die Zeit vor 2 Jahren. Eines Abends brachte Manfred Besuch mit, unverhofft. Es war Dieter. Manfred kannte ihn noch von der Universität. Er war Sprachwissenschaftler, arbeitete an so einem kleinen Institut. Manfred hatte ihn lange nicht mehr gesehen und hatte ihn eingeladen, mit uns zu essen. Als ich hörte, dass er Linguist war, es gab mir irgendwie ein komisches Gefühl.
Schließlich waren das ja die Leute, die mein Sprachprogramm zusammengebastelt hatten. Also ich habe ihn da gleich mit ganz anderen Augen betrachtet. Irgendwie hat er mich von Anfang an interessiert. Ich meine, das ist ja auch merkwürdig. Wenn einem da plötzlich jemand am Tisch gegenüber sitzt, der in der übrigen Zeit irgendwo an seinem Schreibtisch Menschen entwirft. Ich meine, jetzt Automaten, solche wie mich. Dass ich überhaupt sprechen kann, verdanke ich ja solchen Leuten wie ihm. Und dann sah er sehr gut aus. Er hat mir gleich gefallen. Und zu mir war er ungeheuer aufmerksam, ungeheuer freundlich. Ich merkte gleich, er mochte mich auch. Und irgendwie bekam er dann raus, dass ich sehr viel las. Es war ja damals gerade die Zeit, als ich so viel Interesse an Philosophie hatte. Vor allem 18. und 19. Jahrhundert. Und wir haben uns den ganzen Abend unterhalten. Über Descartes, über Humboldt und irgendwie kamen wir dann auf Rousseau. Der hatte immer besonders viel Eindruck auf mich gemacht. Der arme Manfred saß die ganze Zeit mehr oder weniger schweigend dabei. Irgendwie tat er mir ja leid. Aber ich war so froh, endlich mal über alles reden zu können. Ich hatte ja ein ziemlich genaues Parallelstellenverzeichnis im Kopf angelegt. Einfach so aus Spaß und weil ich ja nicht viel zu tun hatte. Und ein Schlagwortregister zu Rousseau. Ich war randvoll mit Informationen sozusagen. Und jetzt konnte ich endlich mal was davon rauslassen. Dieter hat es auch sehr bewundert. Ich konnte ihm Sachen sagen über Humboldt, die waren ihm nie aufgefallen. Und dabei hat er über ihn promoviert. Ich war sehr stolz und sehr geschmeichelt irgendwie. Und ich sah so hübsch aus an diesem Abend. Und er guckte mich immer so ganz aufmerksam an. Er hatte mich ein bisschen so angezogen wie die Studentinnen früher. Die hat mir immer so gut gefallen. Da gab es Bilder in so einem Buch von Manfred über Paris. Obwohl, später hat Dieter gesagt, es hätte ihm gar nicht so gut gefallen. Er hat mich ja am liebsten in dem braunen Samtkleid gesehen. Naja, irgendwie war das ja natürlich auch ein Mann wie alle anderen. Jedenfalls, an dem Abend war ich ungeheuer stolz darauf, dass man mir die Romantikserie fast gar nicht mehr ansah. Und überhaupt hat er mich behandelt wie einen Menschen. Ich glaube, wir bekommen ein Gewitter. Hoffentlich wird es nicht zu arg. Ja. Ja, und dann, als Manfred unterwegs war auf einer Geschäftsreise, klingelte es eines Nachmittags an der Tür. Und da stand Dieter. Er stand da mit einer Flasche Cognac und einem kleinen Päckchen und war sehr verlegen. Und ich musste ihm erst mal ein paar Cognacs einflößen, denn seine Verlegenheit störte mich irgendwie. Und in dem Päckchen war ein Buch. Ziemlich alt, das hatte er mir mitgebracht, aber irgendwie war es ihm wohl auch peinlich, dass er mir was schenkte. Und noch dazu ein Buch, das war die Education Sentimentale von irgend so einem Sonderling, den niemand mehr kennt. Und er sagte irgendwas von wissenschaftlichem Interesse, weil es ihm unangenehm war. Ja, aber seine Verlegenheit hat sich dann schließlich auch gegeben. Und wir haben uns wieder sehr gut unterhalten. Und er hat mit mir diskutiert wie mit einem richtigen Menschen. Und ich war mir gar nicht mehr sicher, ob er überhaupt wusste, dass ich ein Automat bin. Wir haben ziemlich viel getrunken. Und er war schon nicht mehr ganz nüchtern. Ich habe dann so Anspielungen gemacht. Irgendwie wollte ich rauskriegen, ob er mich tatsächlich für einen Menschen hielt. Schließlich hätte er ja auch sonst nicht so erstaunt sein können über mein Gedächtnis. Und dann hat er tatsächlich gesagt, ja, irgendwas von Unverbrauchtheit und dass Frauen ja auch irgendwie einer früheren Kulturstufe angehören würden. Also, es hat mir ja geschmeichelt, aber vor allem fand ich es wahnsinnig komisch. Und ich dachte, wie naiv diese Intellektuellen sind. Gerade auf das Nächstliegende kommen sie nicht. Zum Beispiel dieser Herr Linguist hier. Und auch sonst, er war ein bisschen besoffen. Aber auf das Allernächstliegende kam er einfach nicht. Und dabei habe ich es ihm doch ziemlich leicht gemacht und jeder musste es begreifen. Denn er hat mich ungeheuer, ja, interessiert.
Ganz nervös hat er mich gemacht mit seiner Unschuldsmiene und mit seinen schönen Händen. Und offenbar wusste er ja wirklich nicht, dass ich ein Automat bin. Ich musste ihn dann in aller Form und sehr umständlich verführen. Denn er begriff überhaupt nichts. Und er hatte auch zu viel getrunken. Aber es war trotzdem sehr schön. Denn er dachte die ganze Zeit, ich bin ein Mensch. Regen, das Gewitter, Wetter. Diese Stelle, wie war das noch? Wir traten ans Fenster. Es donnerte abseits. Nein. Ich korrigiere. Abseitwärts. Und der herrliche Regen säuselte auf das Land. Und der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Ich stand auf meinen Ellenbogen gestützt, mein Blick durchdrang die Gegend, ich sah gen Himmel und auf ihn, er sah mein Auge tränenvoll. Ich legte meine Hand auf die seinige und sagte, ja, das ist schön. Das war Olympia Männertrost von Rosemarie Voges, Regie Dieter Hasselblatt. Die Rolle dieser jungen Dame Olympia sprach Susanne Uhlen. Wir wiederholten eine Produktion des Bayerischen